Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Cybersecurity, die aktuelle Herausforderung für Unternehmen. Mein Name ist Lena Wilken und ich unterstütze heute von der technischen Seite und habe auch noch ein paar organisatorische Punkte mitgebracht. Zum einen wird dieses Webinar heute auch aufgezeichnet. So haben Sie die Möglichkeit, sich das auch im Nachhinein nochmal anzuschauen und es wird auch auf unserer Webseite zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werden aber keine personenbezogenen Daten in irgendeiner Weise von Ihnen mit aufgezeichnet. Sollten Sie Fragen haben, können Sie dies dafür gerne das Fragenfeld nutzen und diese an uns stellen. Am Ende des Webinars wird es eine entsprechende Fragerunde geben, wo auch alle Fragen von Ihnen dann beantwortet werden. Sollten Sie technische Fragen zu unserer heutigen Aufzeichnung haben oder Unterstützung benötigen, nutzen Sie gerne den Chat und dann helfe ich Ihnen da auch gerne im Hintergrund. Und jetzt übergebe ich an unseren heutigen Referenten, Falk Petro. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Falk Petro. Ich bin Produktmanager bei der Enviatel und dort zuständig für die Internetzugangsprodukte auf Glasfaserbasis, für Vernetzungsprodukte und auch für das Thema Cybersecurity. Ich habe Sie heute hier eingeladen zu unserem Kurzwebinar zum Thema Cybersecurity, die aktuellen Herausforderungen für Unternehmen. Worum geht's hier? Wir haben das wachsende Thema oder das Thema, dass die Bedeutung des Internets immer weiter steigt und dass damit einher eine Verlagerung von Kriminalität und Spionage in den Cyberspace stattfindet. Viele Firmen sind dadurch stark herausgefordert und das sorgt für einen wachsenden Bedarf an Cybersecurity am Markt. Wir haben uns dazu Gedanken gemacht und im letzten Jahr ein Angebot entwickelt, welches den Bedürfnissen der Kunden diesbezüglich entgegenkommt. Und wir denken, dass wir mit dem Produkt Enviga Secure eine Chance haben, um uns als Anbieter gemeinsam mit den Kunden oder über die Vorteile, die das Produkt uns als Anbieter und Ihnen als Kunden bietet, zusammenzukommen. Wo kommen wir jetzt eigentlich her? Was ist die aktuelle Situation? Ich habe hier einige aktuelle Auszüge aus der Presse, die die steigende Anzahl von Cyberangriffen dokumentieren. Und wie man sieht, hier links oben zum Beispiel geht es um Erpressung, die dann zum Teil aber auch wirklich sehr ernste Auswirkungen haben kann. Es gibt Angriffe auf eigentlich alle möglichen Unternehmen, öffentliche Bereiche, die zum Teil extreme Auswirkungen haben. Gleichzeitig haben wir das Thema, dass wir einen extremen Fachkräftemangel in dem Bereich Cybersecurity haben. Und ja, wozu kann das Ganze führen? Angriffe können dazu führen, dass man auf der einen Seite natürlich Kosten hat, man hat Wiederherstellungskosten, man hat aber auch Umsatzverluste, Produktivitätsverluste. Durch den Verlust von Kundendaten kann es auch zu Reputationsschäden kommen oder es kann auch Identitätsdiebstähle geben, was auch wiederum zu Reputationsschäden führen kann. Das Ganze folgt dann meistens noch in zusätzlichen Kosten. Ich habe hier ein paar Beispiele gebracht, was für Kosten auftreten können, nachdem ein Cyberangriff stattgefunden hat. Man braucht zum Beispiel forensische Dienstleistungen, um überhaupt erstmal herauszufinden, welche Schäden tatsächlich entstanden sind, welche Systeme betroffen waren und was wiederhergestellt werden muss, ob der Einbrecher zum Beispiel noch in den Systemen sich eingenistet hat und welche Systeme dann konkret neu aufgesetzt werden müssen. Dann braucht man unter Umständen PR-Beratung, um die Reputationsschäden wieder irgendwie aufzuarbeiten. Man hat Kosten für Datenwiederherstellung. Man hat auch Kosten, die können auch ganz erheblich sein für Betriebsunterbrechungen. Das sind nur einige Beispiele, was auftreten kann. In Summe führt es dazu, dass man wirklich erhebliche Schäden haben kann durch Cyberangriffe. Und wie sichert man sich ab? Üblicherweise durch eine Firewall. Und wir gucken uns jetzt mal im Detail das Produkt an. Ich habe hier so ein kleines Schaubild. Das Schaubild erklärt eigentlich das Produkt ganz gut. Wir sehen links unten den Kundenstandort. Üblicherweise steht dort die Kundenfirewall. In unserem Fall haben wir jetzt hier eine Glasfaseranbindung. Das heißt, der Kunde ist mit Glasfaser angebunden. Und wir haben jetzt das Ganze ein bisschen gedreht. Und zwar die übliche Lösung eben umgedreht, sodass die Firewall bei uns im Datacenter steht und nicht am Kundenstandort. Die Firewall wird durch die Enviatel betrieben, ist hoch verfügbar, extrem leistungsfähig, sind System von der Firma Fortinet. Und steht bei uns im Datacenter in Leipzig. Das hat diverse Vorteile, wie zum Beispiel die Möglichkeit des Datacenters selbst, in dem es ja auch schon mal steht,
Oder ich habe hier eben eine hochbandbreitige Internetanbindung, kann darüber dann zum Beispiel Homeoffice-Zugänge, also VPN-Zugänge für zum Beispiel Homeoffice anbieten oder auch Cloud-Dienste einbinden. Das kann man zum einen per Direktverbindung machen über unseren Partner D6 oder man nutzt die Cloud und kann darüber dann auch beliebige, also das Internet und kann darüber beliebige Clouds einbinden. Der Vorteil der zentral gehosteten Firewall ist zum einen, dass die Firewall durch den Wirtel betrieben wird. Man muss sich also darüber nicht kümmern. Patches, Updates und so weiter werden eben durch uns vorgenommen. Und das System ist ja sehr groß ausgerichtet oder ausdimensioniert, sodass es mit den Anforderungen der Kunden auch mitwächst. Wenn man dann zum Beispiel Bandbreite wechselt, dann muss man die Firewall in dem Fall auch nicht austauschen. Ja, das Produkt wird kontinuierlich weiterentwickelt. Als nächstes steht hier zum Beispiel die Integration von SD-WAN an, um zum Beispiel mehrere Internetanbindungen zu bündeln und damit die Verfügbarkeit des Kundenstandorts zu erhöhen. Weiterhin steht auch das Thema Vernetzung an nächster Stelle und auch die Verschlüsselung des Transportwegs. Zusammengefasst kann man sagen, NGIGA Secure ist die Kombination eines symmetrischen Glasfaseranschlusses mit Bandbreiten von bis zu 10 Gigabit, einer netzbasierten Firewall der nächsten Generation und einem Internetanschluss mit Profi-Features sowie ergänzenden Dienstleistungen. Die Firewall kennt zwei Betriebsmodi. Zum einen, das ist sozusagen der Standard, der Kunde betreibt die Firewall selbst und ist hier für die Administration und ja die Einrichtung der Regeln und so weiter verantwortlich. Er hat aber trotz allem die Möglichkeit, unsere Cyber-Security-Spezialisten telefonisch zu erreichen und mit ihnen gemeinsam auf spezielle Fragen, die er vielleicht hat, einzugehen, was alleine schon ein Sicherheitsgewinn bedeutet, da man eben nicht allein nur verantwortlich ist für die Firewall, sondern sich auch Hilfe holen kann, wenn man mal an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt. Im zweiten Fall, das sieht man jetzt rechts, das nennt sich der Managed Firewall Service. Da wird die Firewall durch unser Cyber Security Team betrieben. Das hat den großen Vorteil, dass man halt Spezialisten hat, die sich von vorne bis hinten darum kümmern. In einem gemeinsamen Konzeptionierungsworkshop wird dann gemeinsam mit dem Kunden werden die Firewall-Regeln aufgestellt, wird eben festgelegt, wie die Firewall genau genutzt wird. Und mit der Inbetriebnahme der Firewall wird durch das Cyber Security Team die Firewall dann genauso eingestellt, wie das mit den Kunden abgestimmt war. Es kann noch optional die Einweisung des Kunden in die Firewall vorgenommen werden. Und ja, sollte es dann später mal zu Änderungswünschen kommen, dann werden die natürlich jederzeit durch unser Cyber Security Team vorgenommen, beziehungsweise kann man auch zum Beispiel bei Angriffen eine gemeinsame Ereignisauswertung vornehmen. Ja, das kann man sich vorstellen, dass das diverse Vorteile hat. Und auch wenn die Situation in jedem Unternehmen etwas anders ist, sollte für jeden Kunden hier, sollten die Vorteile oder sollten Vorteile dabei sein. Also wir haben zum einen natürlich jeweils immer modernste Technologie. Also das System wird ja permanent geupdatet, steht bei uns im Data Center, damit hoch verfügbar, geschützt, ist redundant aufgebaut und skalierfähig. Mit der Bandbreite des Kunden skaliert das immer mit. Zum anderen ist natürlich das Problem bei den Kunden oftmals so, dass die eigene IT sowieso schon stark ausgelastet ist und man vielleicht auch nicht unbedingt den Cybersecurity-Spezialisten an Bord hat. Und hier kann man sich Unterstützung von den Wirtel holen, das für planbare Kosten und hat einen 24/7 Support. Durch unser Cyber Security Team, welches selbst beim eigengemanagten Betrieb unterstützen kann, hat man eine sehr hohe Absicherung des eigenen Netzes. Man nutzt ein deutsches Rechenzentrum in Leipzig und geht auch konform mit deutschem Recht, was auch für viele Kunden immer wichtiger ist. Wir kennen das ja, dass eben sehr viel gehostete Angebote ja irgendwo im Internet gehostet werden, in irgendeinem Datacenter, man weiß nicht genau wo und weiß auch nicht unbedingt immer nach welchem Recht das ist. Hier sind wir wirklich auf der sicheren Seite. Ja, das System ist zukunftssicher ausgerichtet. Wir haben ja jetzt schon, ich hatte es vorhin noch gesagt, die Möglichkeit, verschiedene Zusatzdienste zu nutzen, wie zum Beispiel die VPN-Einwahl.
die bei uns im Kundenportal durch den Kunden selbst vorgenommen werden kann. Also man kann sich dort jederzeit neue Zugänge einrichten und die sind auch noch sofort wirksam, optional auch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, man kann das Passwort zusätzlich noch mit dem zweiten Faktor, wie zum Beispiel einer SMS oder E-Mail, absichern. Ich hatte auch vorhin das Thema Cloud Connect und DMZ genannt, also Technik, die im Datacenter steht und über eigene Regeln verwaltet werden kann. Zusätzlich haben wir noch ein umfangreiches Monitoring mit dem FortiAnalyzer Analyzer und das System ist vorbereitet für SD-WAN. Und wie ich vorhin auch schon sagte, werden hier auch Produktentwicklungen in diesem Jahr noch stattfinden, um das System SD-WAN tauglich zu machen. Wir haben im letzten Jahr im Rahmen der Produktentwicklung diverse Kundenbefragungen durchgeführt, um die Anforderungen oder die Firewall auch genau an den Anforderungen der Kunden zu entwickeln. Und wie man hier zum Beispiel bei der Frage sieht, wie fühlen Sie sich mit Ihrer aktuellen Internetsicherheitslösung gegen Cyberbedrohungen abgesichert? Da kann man sehen, dass etwa ein Drittel der Kunden sich nicht ausreichend abgesichert gefühlt hat. So, kann man sich ausrechnen, das ist doch ein erheblicher Bedarf auch hier, um mehr Sicherheit für den Kunden zu bekommen. Ob es eine gefühlte Sicherheit ist oder eine echte Sicherheit. Auf jeden Fall kann man hier durch das Produkt noch deutlich mehr Sicherheit erreichen. Als nächste Frage hatte ich hier mal exemplarisch rausgesucht. Müssen Sie Ihre lokale Firewall aufrüsten oder austauschen, wenn Sie die Bandbreite Ihres Internetanschlusses verdoppeln? Das zielt darauf ab, dass in der Regel oder eigentlich alle Firewalls ja auf eine bestimmte Bandbreite dimensioniert sind. Also eine bestimmte maximale Paketanzahl und hier auch noch abhängig davon, welche Verschlüsselungstechnologien oder welche Firewall-Features genutzt werden. Und in der Regel ist es notwendig, dass bei einem größeren Bandbreiten-Upgrade auch die Firewall ausgetauscht werden muss. Und der große Vorteil bei dem gehosteten System ist halt, dass das mit dem Kunden mitwächst, dass hier ein Austausch der Bandbreitenwachstum, kein Austausch der Firewall stattfindet. In einem Kundengespräch hat einer unserer Kunden dann, der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, dass die Firewall bis zur Rente. Und den Spruch fand ich eigentlich ziemlich gut, weil der eigentlich das Thema ganz gut im Kern trifft. So, eine letzte und dritte Frage, die hatte ich hier noch mit reingenommen, und zwar: Nutzen Sie aktuell VPN-Einwahlzugänge in Ihrem Firmennetz, beispielsweise für das Homeoffice Ihrer Mitarbeiter? Und ja, das hatte ich auch im letzten Jahr schon gestellt, diese Frage, und da wurde sie damals schon mit 92% Ja beantwortet. Also das Thema VPN-Zugang und Homeoffice ist ja jetzt gerade auch durch die Pandemie nochmal extrem wichtig geworden und das ist hier eben zentraler Kernbestandteil des Firewall-Produkts. So, vielen Dank. Damit wäre ich jetzt erstmal mit der Präsentation durch und stehe noch für Fragen zur Verfügung. So. Dann bin ich jetzt auch wieder mit dabei und zwar haben uns einige Fragen erreicht. Und die erste Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, Herr Petro, mit welchen Kosten muss man für EnGiga Secure rechnen? Ja, das Produkt ist verfügbar ab einem Preis von 499 € für einen symmetrischen 100-Megabit-Anschluss inklusive Glasfaseranschluss und Firewall und reicht dann einiges nach oben bis, wir haben ja Bandbreiten von 100 Megabit symmetrisch bis zu 10 Gigabit symmetrisch und dementsprechend variieren dann dort auch die Preise. Aber der Einstiegspreis sind 499 €. Dann haben wir hier noch eine zweite Frage und zwar: Kann man das Produkt unabhängig vom Unternehmensstandort bestellen und wo finde ich heraus, ob ich das Produkt überhaupt bestellen kann? Das Produkt kann eigentlich in zwei Formen bereitgestellt werden. Zum einen an einem Kundenstandort. Das heißt, wir müssen vorher einen Kundenstandort mit Glasfaser erschließen. Das machen wir bei uns im Netzgebiet oder über eingekaufte Leitungen einbinden. Die zweite Variante ist die Nutzung aus unserem Datacenter heraus. Da ist natürlich Infrastruktur vorhanden und ja, kann so, auf die Art und Weise kann dann die Technik, die bei uns im Datacenter steht, mit dieser netzbasierten Firewall abgesichert werden. Und zu der zweiten Frage, wo kann man jetzt prüfen, ob das Produkt verfügbar ist? Das kann auf unserer Gigabit Landingpage passieren, beziehungsweise auf der Seite, die wir hier verlinkt sehen, auf meiner Präsentationsabschlussseite. Vielen Dank.
Und dann kam gerade auch noch eine dritte Frage rein. Wie lang dauert es denn, bevor ich die Lösung tatsächlich nutzen kann? Ja, das, was bei der Bereitstellung wirklich lange dauert, ist die Herstellung des Glasfaseranschlusses. Aufgrund der ja heute sehr stark ausgebuchten Kapazitäten bei Tiefbaufirmen kann das von einem halben Jahr bis zu einem Jahr dauern. Für Standorte, die schon am Glas sind, kann das natürlich, also geht das dann deutlich schneller. Die eigentliche Bereitstellung der Firewall dauert maximal 14 Tage. Also all die Kunden, die bei uns oder all die Firmen, die bei uns schon am Netz dranhängen, können das Produkt relativ schnell nutzen. Super, dann vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Bis jetzt, ja, es kamen jetzt keine weiteren Fragen mehr dazu. Von daher danken wir Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und sind natürlich auch froh, dass Sie so gute Fragen gestellt haben und verabschieden uns und wünschen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.